Naja, rationale Zahlen multiplizieren, dividieren, nochmal schnell zusammengefasst. Und entsprechende Links, damit man dann hier oben gucken kann, das Video wartet hier, das ist kein Problem, wie das im Einzelnen funktioniert. Gucken wir uns mal schnell die Aufgaben an. Man schreibt Klammern auch deswegen um diese rationalen Zahlen. In diesem Fall habe ich mal ganze Zahlen genommen, minus 5 mal plus 13, damit man die Vorzeichen besser sieht. Also ich habe hier ein Minus, denn Minus wird ganz schnell mal vergessen oder übersehen oder was auch immer. Minus 5 mal plus 3 ist minus 15. Minus 5 mal einfach so 3, dann heißt es auch plus 3 ist minus 15 und so weiter und so fort. Schaut auf diesen Link. Es geht um Folgendes. Wie merkt man sich am besten diese blöde Vorzeichenregel? Man muss sich nicht alle vier Vorzeichenregeln merken, sondern nur eine einzige und weiß dann, wie man Minus mal Plus, Plus mal Minus, Plus mal Plus und so weiter, wie man damit umzugehen hat. Beziehungsweise guckt mal hier, plus 5 mal plus 3, ja, da kann ich auch sagen 5 mal 3, ne? Wir lassen ja das Plus normalerweise weg, ist auch 15. Und warum sich dafür extra noch Regeln zu merken, das ist albern. Da gibt es eine einzige Regel, die ist ganz leicht zu merken und die erkläre ich dann auch. Machen wir mal eine Übungsaufgabe. Ich schreibe die Ergebnisse mal in grün dahinter. Was ist, wenn ich eine Kommazahl habe? Minus 0,5 mal 0,3. Dann sage ich, okay, das ist kein Problem. Immer zuerst die Vorzeichen. Minus mal plus ist auf jeden Fall minus. Jetzt habe ich die Ruhe weg. Jetzt kann ich sagen, jetzt kümmere ich mich um die Kommata. Auch nicht schlimm. 5 mal 3 ist 15. Das schreibt man ein Stückchen nach hinten, weil ja Kommastellen kommen. Wie das dann funktioniert, füge ich hier auch noch einen Link an, wie man mit Kommazahlen also umgeht, mit Dezimalzahlen. Also 5 mal 3 ist 15, erstmal ohne Komma, ohne alles einfach multiplizieren und dann sagt man gut, okay, noch eine Kommastelle, also 1, 2 habe ich schon, schreibt man 0,15 und schon ist man auf der richtigen Seite. Das gleiche mal hier. Hier sage ich, oh, hier steht nichts, also plus mal plus bleibt plus, muss ich auch nichts hinschreiben. Jetzt sage ich wieder ohne Komma, 12 mal 4 ist 48. Aber jetzt muss ich sagen, ich habe Platz gelassen, ne? Noch eine Kommastelle, also 0,48 ergibt es. Gucken wir uns das Ganze mal mit der Division an. Da habe ich schon mal gesagt, Minus durch Minus, das ist auch eine Punktrechnung, also Plus. Hinschreiben, 48 durch 6 ist 8. Jetzt, was ist bei der Kommazahl? Beim Dividieren von Brüchen auch wieder auf den Link achten, darauf gehen, wie ich das Komma verschiebe. Ich sage, okay, 4,8 durch, oh, das ist ja widerlich. Aber Minus durch Plus ist Minus. Damit fange ich an. Jetzt kann ich die Vorzeichen beiseite lassen und sage ganz einfach, naja, ich verschiebe das Komma hier hin an die Stelle. Zwei Stellen. Ich habe nur eine Stelle, schreibe ich mir eine 0 hin. Verschiebe das auch dahin und schreibt mir diese Aufgabe, die ist jetzt unübersichtlich geworden, nochmal ab. Dann heißt das Ganze 480 geteilt durch und hier nur noch 8. Na, das ist wieder leicht. 48 durch 8, ne, ist 6 und diese 0 dran 60. Bei der Division, jetzt nehmen wir die Bruchschreibweise. Achtung, erst sagen, Moment, wichtig, plus durch minus, aha, minus. Denkt an diesen Link hier oben, wie das mit den Kommaregeln, mit den Vorzeichenregeln geht. Man dividiert aber nicht so durch die Brüche und schon gar nicht hier in dieser Aufgabe kürzen. Warum? Siehe Link, wie das funktioniert, wie ich Brüche dividiere. Ich mache es trotzdem hier schnell. Ich schreibe die Aufgabe neu, denn dann geht es plötzlich leicht. Wir wissen ja, wir müssen mit dem Reziproken, also mit dem Kehrwert, multiplizieren. Dann haben wir es nämlich auch gelöst. Das ist also, und jetzt hier dieses Minus, das schreibe ich mir lieber hier hin, denn ich mache die Aufgabe hier ja neu. Jetzt sage ich, kann ich kürzen? 2, nie waagerecht kürzen. Nee, ist nichts zu kürzen. Gut, dann sage ich 2 mal 10 ist 20 und unten 3 mal 9 ist 27. Ja, manche sagen jetzt müsste ich ja extra umwandeln und sagen, vielleicht muss ich hier irgendwie was Schlimmes machen. Nein, lass das Ding so stehen. Was passiert, wenn ich mehrere Minusse oder Plusse in der Aufgabe habe? Dann sage ich, okay, Minus mal Minus ist Plus. Jetzt habe ich also ein Plus mal Minus bleibt Minus. Jetzt kümmere ich mich erst um die Aufgabe selber. 4 mal 5 ist 20 mal 2, 40, also minus 40. Ah, das sieht hier alles ein bisschen geschmiert aus, aber ich wollte es auf eine Seite kriegen. Was machen wir in diesem Fall hier? Naja, jetzt wird es einfach. Warum? Ich schreibe eine neue Zeile. Ich gucke mir erstmal an, habe ich hier eine Punktrechnung vor Strichrechnung drin? Oh ja, vorsichtig. Hier an der Stelle ist ein Plus und hier ist wieder eine Punktrechnung.
Dann sage ich, gut, dann schreibe ich mir einfach das da drunter und sage, Minus durch Plus ist Minus, 80 durch 40 ist 2. Das ist 10 mal besser, als wenn ich versuche, alles im Kopf irgendwie zu lösen. Also, neue Zeile. Ah, hier lauter Plus, lauter Mal, also Punktrechnungsaufgaben. Gut, fange ich hier vorne an, geht am einfachsten, das ist vorteilhafter. Minus durch Minus ist Plus, muss ich also nichts hinschreiben. 49 durch 7 ist 7. Und jetzt sage ich mal. Plus mal Plus ist Plus, mal Minus ist Minus. Also schreibe ich das Minus davor. Denn 7 mal 3 ist 21, mal 2 ist 42. Jetzt streiche ich diese 7 hier einfach weg und sage 42. Ich könnte auch noch eine Zeile schreiben. Und jetzt rechne ich bloß noch und sage, naja, minus 42, minus 2, es ist minus 42 Grad kalt und es wird noch kälter, also minus 44. Wie man mit solchen Granaten umgeht, das heißt, wenn jetzt noch Klammern auftreten, links gucken, hier oben, beziehungsweise zum Schluss werde ich den ganzen Kram nochmal anfügen, aber das müsste jetzt eigentlich erstmal dazu reichen. Gut, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn ja, dann schön, freut euch. Ich freue mich mit, wenn ihr auch noch einen Daumen hinterlasst, was auch immer. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.